So, was wollte ich jetzt machen? Dahin wollte ich gehen. Gönnen wir uns. Kombinator, Premium, Duranium, Panzer, Bartkristall. Kann ich alles nicht wirklich gebrauchen. Die macht gut Damage. Erstmal gucken, das war ein Gürtel. 116 Rüstung. 60 Rüstung. Nee, kriegst du nicht. Passt auf euch auf. Schicken. Alles klar, fort schicken. Rufen. Deiner macht 44 bis 67. Der bis 128. 14 Beherrschung, 16 Ausdauer, 99 Techstärke. Alles klar, du kriegst. Was? Erfordert Blaster, bist du. Ach komm, ey. Kann ich das dem Druiden geben? Denn seine Macht, genau, müsste doch, geht auch nicht. Mann, ey. Dann bleibe ich erstmal bei der Kira. Auf geht's. Das nicht, das da. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Und das da. So, nach da unten muss ich. Und jetzt werden wir nur der Linie folgen. Richtig, ich bin der Linie gefolgt. Alter, wo muss ich denn hier überall hin? Und ich habe hier noch nicht mal ein einziges Holocron gehört oder entdeckt. Schiss. Ich muss da lang. Ich will zum Raumgleiter. Quests. Was denkt ihr, Kong? Das Fundament der Taris-Chemiefabrik ist irreparabel. Sie wird wohl in zwei Wochen einstürzen.
Wenn das Gebäude einstürzt, werden die Chemikalien das Gebiet überfluten. Sie sind für Menschen hochgiftig. Es tut mir leid. Ich sorge dafür, dass genug Leiter zur Stelle sind, aber wir können nicht einfach abziehen. Tut, was ihr könnt. Wie immer, ich suche nach einem Ausweg. Jedi, verzeiht meine Unaufmerksamkeit. Eure Gegenwart ehrt mich, auch wenn ich euch raten muss, nicht lange zu bleiben. Ihr spracht von einer Evakuierung. Was ist hier los? Viele dieser Ruinen sind instabil. Ein Gebäude in der Nähe, das Chemikalien lagert, steht kurz vor dem Einsturz. Wie ich meinem Kollegen erklärt habe, gibt es nur einen Weg, die Chemikalien rechtzeitig unschädlich zu machen. Sie zu verbrennen. Ein gut bewaffnetes Sprengkommando könnte zum Gebäude vordringen und die gelagerten Chemikalien in Brand setzen. Ich habe genügend Sprengstoff, aber keine Leute. Ihr wollt Sprengsätze an einem Gebäude platzieren, das bald einstürzen wird? Angesichts der Instabilität des Gebäudes, der Vergiftungsgefahr und der Brennbarkeit der Chemikalien ist die Mission in der Tat recht gefährlich. Aber sie ist ebenso dringend. Ihr seid kein Sprengkommando, das ist mir bewusst. Aber wenn ihr euch trotzdem darum kümmern könntet, wäre mir eure Hilfe sehr willkommen. Die nächste Quest. Und noch eine Quest. Jedi. Bitte entschuldigt meine Direktheit. Die Republik hat berichtet, dass ihr mir bei einer schwierigen Situation helfen könntet. Es heißt, ihr seid der zuverlässigste Agent auf Taris. Habt ihr schon etwas von dem Titroxinat gehört, das auf dem Schwarzmarkt verkauft wird? Jedi werden eher selten zu Vorgängen auf dem Schwarzmarkt befragt. Das stimmt wohl. Bitte entschuldigen. Je größer der Planet ist, desto mehr. Titroxinat war der ursprüngliche Name für das Mittel, das unserer Einschätzung nach die Rakbul-Seuche ausgelöst haben könnte. Das Imperium könnte daraus eine schreckliche Waffe machen. Unsere eigenen Soldaten würden zu Monstern werden, die sich gegen uns stellen. Wie kann ich dabei helfen? Wir haben die ursprünglichen Titroxinat-Proben bis zu einer alten Chemiefabrik zurückverfolgt. Aber dort wimmelt es von Nexus. Wir kommen also nicht ran. Wenn ihr die übrigen Kanister besorgt, würde die Republik euch für eure Bemühungen gut belohnen. Wenn ich schon mal hier bin, gibt's noch eine Quest. Kommandant Garde. Willst du mich verarschen? Das ist nochmal eine Hauptquest. Was bringt euch in unseren abgelegenen Winkel der Republik, Jedi? Welch eine unglaubliche Ehre für uns. Selbst ein vergessener Planet kann dunkle Geheimnisse verbergen. Nun, was auch immer euch hierher geführt hat, ich schlage vor, dass ihr rasch verschwindet. Wir haben kaum genug Vorräte für die stationierten Soldaten, geschweige denn für Besucher. Wenn das so weitergeht, geben meine Männer bald ihren halben Wochenlohn für einen Rationswürfel. Wenn der Außenposten Probleme hat, helfe ich gerne. Darauf komme ich gerne zurück. Unsere Stützpunkte hier sind nicht ansatzweise autark. Wir sind keine Farmer und es gibt hier keine funktionierende Infrastruktur. Wir sind von unseren Versorgungsschiffen abhängig. Und das von diesem Monat ist in der schlimmsten Ecke von Taris abgestürzt. Wo ist das Schiff? Mir ist es egal, ob es mitten in einem Sumpf gelandet ist. Die Republik dankt euch für eure Dienste. Unsere Männer haben versucht, das Schiff zu erreichen, mussten aber wegen schwerer Verluste umkehren. Sie meinten, es wäre etwas Schlimmeres als Rakkule, konnten es aber nicht identifizieren. Wenn ihr immer noch gehen wollt, redet mit unserer Quartiermeisterin beim Vorratsschuppen. Sie hat die genauen Koordinaten der Absturzstelle. Ja, ich habe jetzt 4 pinke Quests. Mal an, du da, Jedi Adalei. Ja. Ja. 15 von den Dreckstruppen muss ich besiegen, ernsthaft? Kommt mal her. Und ihr bringt alles wieder in Ordnung, ja?
Meist sind die Leute froh, wenn ich komme, um alles in Ordnung zu bringen. Ich bin Quartiermeisterin Karin Weg. Commander Gardit hat mich benachrichtigt, dass ihr unsere Vorräte zurückholen wollt. Dafür danke ich euch sehr, auch im Namen unserer Truppen. Aber Commander Fettwanst soll nicht denken, dass er damit durchkommt. Die Truppen bestehlen, das Geld der Republik für Seide und Wein von Alderaan verprassen? Aber was macht das schon? Es wird schon irgendein Jedi daherkommen und einen retten. Commander Fettwanst, okay. Was ist da wirklich so? Nee, die mag den anscheinend nicht. Das ist eine ernsthafte Anschuldigung. Ich habe immer wieder betont, dass am Schiff Reparaturen nötig waren. Der linke Stabilitätsgenerator war locker. Und der Hyperantriebsmotivator hatte ein Leck. Aber Gardit hatte unser Wartungsbudget bereits ausgegeben. Für sich selbst. Seine Leute in Gefahr zu bringen, um selbst dem Luxus zu frönen, ist ein Missbrauch der eigenen Autorität. Das könnt ihr laut sagen. Aber er hat das Versorgungsbudget auf die Hälfte gekürzt und denkt, damit wäre alles geregelt. Unsere Leute verhungern. Und hungernde Soldaten können nicht gut gegen Kreaturen standhalten, von denen ein Kratzer eine Epidemie im ganzen Stützpunkt auslösen könnte. Wenn ihr diese Holokamera mit zur Absturzstelle nehmt, könnt ihr mir die Beweise besorgen, die ich brauche, um ihn vors Militärgericht zu bringen. Wenn man es so betrachtet, habe ich wohl keine andere Wahl. Danke sehr. Wenn ihr Holobilder von den Triebwerken macht, kann ich beweisen, dass es durch unterlassene Reparaturen zum Absturz kam. Die Vorräte sind das Wichtigste. Es ist nicht weit bis zur Absturzstelle. Wenn ihr alles habt, bringt es her, damit ich es austeilen kann. Okay. Ich habe insgesamt 11 Quests. In jede Himmelsrichtung ist einer verteilt. Oh Mann, ey. Die wäre am nächsten dran. Totale Auslöschung. Totales Rückgewinnungsbasis. Dann mach mal die mal, wenn mit Ene Pinke wenigstens wieder weg ist. Da. Komplize oder Druide soll aufhören, meine Vier hier abzuschießen. Was soll das?
dann geht's zurück. Hab ich hier was Neues? Wow. Ike LP Fliegerass. Hab ich jetzt. Okay. Da haben wir noch nichts. Nee, Fliegerass will ich nicht. Das möchte ich noch mit. Ja, da muss ich erstmal. Überlege gerade, diese Viecher, die Nexu Waldpirscher, sind doch die aus Episode 2. Die der Padme den Rücken zerkratzen. Mich nicht alles täuscht. Wir haben keine Antibiotika. Die waren auf dem Schiff, wie alles andere auch. Das ist eure Aufgabe. Diese Männer haben die Silianische Grippe. Sie könnten sterben, wenn... Jedi! Ich wage kaum zu hoffen, dass ihr es zu unserem Schiff geschafft habt. Horden von Bestien hätten mich nicht davon abhalten können, diesen Leuten zu helfen. Euer Orden ist ja für sein Mitgefühl bekannt. Ich danke euch für eure Hilfe. Die Leute wollten fast schon meutern, als ich wieder die Rationen gekürzt habe. Sie wussten doch, dass das keine Luxuskreuzfahrt wird. Was habt ihr erwartet? Ihr lasst eure Leute verhungern, während ihr euch an importierten Bantersteaks satt esst. Diese Bilder beweisen, dass ihr von den Schäden am Schiff wusstet und es trotzdem habt fliegen lassen. Die gehen ans republikanische Kommando. Zusammen mit Nachweisen eurer privaten Einkäufe. Die Leute verließen ihre Familien und riskierten ihr Leben, um herzukommen. Wenn sie sterben, sollte es für jemanden sein, der es mehr verdient hat als ihr. Ich wusste nicht, dass das Schiff in so schlechtem Zustand ist. Ich dachte, wenn es was Ernstes wäre, würden sie es auf Ort Mantell merken. Achso, jetzt auf Theopolis war ich heute früh auch. Genau, ich war scheinbar nach dir, weil nicht mehr viel zu tun war. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass fast alle Villager draußen im Wasser geschwommen sind. Die sind über die Gräber... über den Zaun geplumpst. Du hast da bestimmt gesehen, dass ich die Fenster ausgetauscht habe. Die haben da auch? Ja, die haben sie aufgemacht und sind raus. Ich habe 3 oder 4 eingefangen, aber der Rest war mir dann Schnuppe. Das waren eh welche, die keinen Beruf hatten. Ja, ich hatte... Mir war nur der Mending-Dings wichtig. Der Rest war mir echt eigentlich auch egal. Den habe ich halt dann noch... gerettet und wegen der Gräber muss man mal schauen, wo du die dann haben möchtest. Ja. Wenn überhaupt. Die Gräber sind schon gut für die Enemund. Der ich momentan ab und zu mal ein bisschen rumspiele. Ich sollte mal das Kommando entziehen, macht das wieder gut bei Unheit. Die Soldaten auf Taris haben einen besseren Anführer verdient. Das ist doch Wahnsinn! Ich habe nichts Unrechtes getan! Das republikanische Kommando wird nicht auf euch hören. Ich muss sie kontaktieren. Danke für all eure Hilfe. Doch es gibt da vielleicht noch etwas. Normalerweise holt sich der 4. Außenposten hier seine Vorräte. Aber diesen Monat ist der Konvoi nicht gekommen. Ich habe Sorge, dass etwas passiert sein könnte. Jemand muss die Leute finden. Sagt mir nur, wo ich suchen soll. Eure Freundschaft tut diesen Soldaten wirklich gut. Die Strecke führt am Brailsee vorbei, was von schlechter Planung zeugt. Dort leben Rugghule und es ist eine Brutstätte für Nexus und noch Schlimmeres. Meist reisen die Konvois zur Sicherheit nur dann, wenn die Sonne am höchsten steht. Und sie sind bis an die Zähne bewaffnet. Aber wenn sie zu lange draußen bleiben, ihr müsst sie finden. Die geringste Verzögerung kann sie das Leben kosten. Ich ziehe sofort los. Was auch immer mit dem Konvoi geschehen ist, wir müssen dem Morn-Außenposten seine Vorräte beschaffen.
Die Schallemitter entlang der Strecke halten die schlimmsten Kreaturen fern. Aber wenn sie ausgefallen sind, ist ihnen der Konvoi sicher zum Opfer gefallen. Repariert die Emitter und versucht etwas über den Konvoi in Erfahrung zu bringen. Meldet euch dann bei Commander Yajak im Morn Außenposten. Habe ich jetzt gerade auch gesehen. Und danke. Ach schön, ich dachte, es wäre vorbei. Nee, die Quest geht noch weiter. Bis dahin. Ich will jetzt erstmal, bevor ich das vergesse, zum Raumhafen zurückfliegen. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Doch, das war dort. Passen Sie auf sich auf. Nee, nicht ins Weltall, keine Sorge. Nur zum Startpunkt muss ich zurück. Ich will da was kaufen gehen. Und so wie ich mich kenne, vergesse ich das, wenn ich dann irgendwann mal von dem Planeten runterkomme. So ganz her, wo ich mit der Hauptmission hin muss. Zeigt mir da so einen Tunnel oder Höhenangang an? Ja, ich finde die nicht. Ja, dann musst du weitersuchen. Die Hauptquest, also ich mache jetzt die ähnliche, die ich gerade angenommen habe, die Hauptquest. Aber die richtige hier, trifft dich mit General Vashutra Bamba Lama Truppen, die mache ich erst ganz zum Schluss wieder. Durch das Serum. Serum? Das Serum ist sehr seriös. Ein Serum. Oh Gott. Na dann. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. Okay, das bleibt. Da. Das kann ich erst mit 31, aber das kann ich schon. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Seht euch ruhig um. Das und das. Das. So. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Passt, wackelt und hat Luft. Fertig. Mal, ich hab doch. Kann ich der Kira was geben? Mittlerer Einfluss, bitteschön. Danke. Mittlerer Einfluss, bitteschön. Danke. Oh, nochmal, bitteschön. Danke. Kleiner, okay. Passt auf euch auf. Druidi. Klein, mittel. Kleiner, okay. Fortschicken. Muss ich den ekligen Druiden rufen, wenn ich mal kämpfen kann. Ich mag diesen C2N2 überhaupt nicht. Warum? Also was daran magst du nicht? Alles. Einfach alles mag ich nicht an dem. Das ist... wie Pilze in einem Eintopf. So sehr mag ich den.
Schön, wieder da zu sein. Ich find's auch schön, dass du wieder da bist. So, klar. Ach, das sind auch noch Geschenke. Oh, großer Einfluss. Bitteschön. Danke. Oh, plus 197 Einfluss. Oder 179. Warte mal, dann ist das Essen für diesen komischen Druiden. Oh. Ich rufe den jetzt nicht nochmal. Nee. Aber ich könnte die anderen hier mal wieder losschicken. Ja. So. Und dann geht's weiter. Ich hab hier noch was. Durchsuche das Anwesen. Ich mach erstmal die Quest. Wenn die noch hier vorne ist. Und dann hab ich da noch irgendwas. Achso, okay. Wo könnten hier vor allem eine Holokrone sein? Wenn das jemand weiß, kann das mir gerne mal in den Chat schreiben. Was ist das denn? Oh ne, ist das ohne Quest? Das ist eine Heldenmission. Ne, die mache ich noch nicht. Die mache ich noch nicht. Wer weiß, welches Level die ist, oder? Ich kann sie abbrechen, wenn ich will. Oh, ich habe die vor. Achso, ich habe die erst abgeschlossen. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Holokrone versteckt sein. Muss ich hin, oder? Jo. Danke für den Sound, das bringt mir wieder Vorteile auf YouTube, wenn ich den Stream da hochlade. Schön. Der Sound. Ach, dass die dunkle Seite hier was eingenommen hat. Was ist das? Ich habe mich immer gewundert. Hey, ich kann doch gar nicht so böse werden. Das ist nervig. Hört auf! Wir haben nichts mehr, mit dem wir uns verteidigen könnten. Ihr habt uns schutzlos den Rakgulen und allen anderen Gefahren dieses Planeten ausgeliefert. Meine Leute sind Flüchtlinge, Überlebende des Kampfes auf Coruscant. Wollt ihr uns erneut aus unseren Häusern vertreiben? Urheberrechtsverletzung, klar. Kriege ich ja auch schon in der ersten Folge, wenn ich den, von dem... Nach Sarg schon, wo wir hier angefangen haben mit Zocken und Streamen. Da ist ja auch die Star Wars Musik zum Anfang. Gibt es auch Urheberrechtsprobleme. Ist zwar keine Verwarnung jetzt in dem Sinne, aber
Ja, ich meine auch, ich meine hauptsächlich wegen der Länge. Dass wenn du dauerhaft Musik dahinter hast, ja klar, aber das war ja jetzt 3-4 Töne maximal. Das ist egal. Darko, das ist scheißegal. Star Wars, die Töne, auch wenn es nur 3 Sekunden sind, liegen, die Rechte liegen bei Star Wars, also mittlerweile Disney. Und fertig. Es gibt einfach Urheberrechtsprobleme. Egal, ob es nur 1 Sekunde, 2 Sekunden, 10 Sekunden oder eine ganze Stunde ist. Ja, okay. Und wenn ich Pech habe, kann man dann diese Folge von dem heutigen Stream, das wäre dann ja, Folge 3 oder 4, oder Teil 3 und 4, kann man die nicht angucken. Das Problem hatte ich schon bei einem anderen Spiel. Naja. Aber wo wir die Sith-Seite gespielt haben, hatte ich ja auch die ersten 4, 5, 6 Folgen die ganze Zeit die Star Wars-Musik im Hintergrund. Da konnte man sie sich trotzdem angucken. Ich konnte halt die Folgen damals nur nicht monetarisieren. Wird wahrscheinlich jetzt genauso sein. Also heißt, Disney verdient dann an dem 2 Videos Geld. Wow. Verzeihung, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Akitan und ihr könnt mich als Anführerin dieser Kolonie ansehen. Wir sind nach dem Krieg hierher geflüchtet. Coruscant war ein einziges Chaos. Unzählige Verletzte und Vertriebene von Tausenden von Planeten. Und die Menschen im galaktischen Senat haben es gerade einmal zu ein paar Schönheitskorrekturen gebracht. Wir kamen hierher, um ein neues Leben zu beginnen. Ohne Geld gemacht worden oder ohne Profit. Jetzt dürfen sie halt daraus Profit haben. Zu so und so viel Prozent. Ja. Naja. Leider steht euer neues Leben im Konflikt mit dem uralten Geburtsrecht von jemand anderem. Wie typisch menschlich. Es gibt so viele, die diesen Planeten für sich beanspruchen und nichts über seine Vergangenheit wissen. Das alte Taris war ein Schandfleck der Republik und verspottete republikanische Freiheitsbemühungen. Soweit ich weiß, war es ein unbedeutender Planet im Outer Rim, bis das Imperium ihn in die Luft gejagt hat. Die Menschen auf Taris haben das gemacht, was sie auf allen anderen Planeten auch machen. Sie haben die Oberfläche in Besitz genommen, Taris Reichtümer für sich beansprucht und alle anderen Spezies unter die Erdoberfläche verdrängt. Jedes Stückchen Land, das einem Menschen gehörte, gehörte wahrscheinlich zuvor einer anderen Spezies. Und genau so wurde dieses Land hier meinen Vorfahren genommen. Ich habe ihre Besitzurkunden. Sie sind so alt, dass sie noch handschriftlich verfasst sind. Lest selbst, wenn ihr mir nicht glaubt. Man sollte nur nach seinen eigenen Verdiensten beurteilt werden. Der Jedi-Orden hat das immer verstanden. Vielleicht könntet ihr uns ja helfen. Wir sind auf uns allein gestellt und dem Wohlwollen der Republik ausgeliefert. Ich möchte nicht mit ansehen, wie ihr eurer Heimat den Rücken kehren müsst. Ich danke euch, dass ihr euer Herz durch meine Geschichte erweichen ließt. Ich sage meinen Leuten, dass sie anfangen sollen, die Droiden zu reparieren. Ging aber schnell mit dem Reparieren. Ich bin in das Haus rein, hab vorher die Druiden umgehauen, hab das Gespräch geführt. Die sagt, ich sag meinen Leuten, die sollen die Druiden reparieren. Ich komm raus, Druiden alle heil. Wow! Konnte ich wieder kämpfen. Oh Mann, ey. Dahin. Junger Nexu. Das ist nix für mich. Was ist das für ein Archäologe? Gibt's hier irgendwas?
Dr. Werner an. Okay. Hast du hier schon Holokron gefunden? Nee. Oh, was kann da hier sein? Die Welt ist echt groß. Also, ja, hier werden wir uns dumm und dämlich suchen. Sag mal, fahre ich jetzt eigentlich richtig? Ja. Vor allem, ich höre diese Töne halt doch selten. Die aussenden. Ich weiß nicht, ob ich das leise gestellt habe oder sonst was. Das weiß ich natürlich auch nicht. Schwester, die aussieht wie Kira. Hervorragende Arbeit! Wir konnten die rauchenden Metallkörper bis hierher riechen. Ich sagte ihm bereits, dass es unmöglich ist. Wer sind nun diese Hochstapler, die sich auf unserem Land breit gemacht haben? Konntet ihr sie vertreiben? Eure Vorfahren haben das Land gestohlen. Ich habe hier die echte Besitzurkunde. Die Umsiedlung der Fremdlinge war eine gültige Anordnung, welcher die Republik zugestimmt hat. Das ist unser Land! Es gibt überlebende Fremdlinge, die ihre Besitzansprüche behalten haben? Ich hätte nicht gedacht, dass sie zurückkehren würden. Ich habe die Geschichte studiert. Es war nicht rechtmäßig. Es war gerechtfertigt. Ihr könnt uns nicht deswegen vertreiben. Es werden mehr als zwei Personen erforderlich sein, um diesen Ort zu einer zivilisierten Gegend zu machen. Da stimme ich zu, Relus. Das ist nicht das Anwesen unserer Vorfahren. Das hier ist Grenzgebiet. Wir müssen Nahrung anbauen, Kleidung nähen, uns verteidigen. Wäre es nicht besser, sich mit diesen Fremdlingen zu verbünden? Kleidung nähen? Vielleicht sollten wir uns anhören, was sie wollen. Wir werden sie nicht verjagen. Ich weiß, wie es ist, sich eine Heimat zu wünschen. Hey, gute Arbeit! Sowohl bei den Droiden als auch dieses Chaos mal zu klären. Tarisianische Politik? Wen interessiert dieser Dreck überhaupt? Der Kommandant hat angerufen, als ihr weg wart. Wollte sehen, ob eure Arbeit genauso gut ist wie euer Ruf. Darauf könnt ihr mich verlassen. Ich bin ein Jedi. Wir haben unsere Vorzüge. Captain Childress wird diese Einstellung lieben. Er hat eine Aufgabe für euch. Das sollte ich euch ausrichten. Wenn ihr Interesse habt, geht zu ihm. Sein Büro ist im Hauptquartier, auf der anderen Seite der Basis. Sagt ihm, dass ihr uns die Nervensägen vom Hals geschafft habt. So schnell stirbt niemand. Ich dachte, das wär's. Nein, die Quest geht weiter. Es wird und wird nicht weniger. Ich mag den Planeten irgendwie, aber irgendwie auch wieder nicht. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Fünf Sterne, die gute Tat. Da ist das. Gefahr.
Gefallene Ritter, Mutation. Ach Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Rakul-Sorgen, totale Auslöschung, giftige Erbstücke, Brandstiftung, unschuldiges Fernbleiben. Ach, unentschuldigtes Fernbleiben. Passen Sie auf sich auf! Zehn Quests. Ja, 11 Stück mit der von Asha da. Ich habe noch 10 Nebenquests. Da habe ich nur 7, zum Glück. Aber gefühlt wird es auch nicht weniger. Wenn du eine abschießt, kriegst du gleich eine neue dazu. Hier ist das nächste. Taufrisch. Als ob hier irgendwo was versteckt wäre. Ist da irgendwas? Nein, das ist nur gelbe Seuche. Könnte was sein, da geht's auch irgendwo hin. Das ist ein Kristall. Oh.
Mann! Du kleiner Wichs. Bei einem Räudigen weiß ich nicht, was jetzt hat er mir das Ding hier geklaut, wenn ich gekämpft habe. Das ist auch so eine richtige Assi-Masche. Es stehen Leute, die die gleiche Quest machen, einfach nur rumwarten, bis du selber gegen die Gegner kämpfst, bevor du da irgendwas aktivieren kannst. Und in der Zeit aktivieren die das dann und du musst wieder ewig warten. Hi Justin. Das ist manchmal richtig nervig mit solchen Idioten. Wir machen nur kurz Rast. Geozell hat eine Schramme entdeckt und wir wissen nicht, ob er sich bei den Rakghulen angesteckt hat, also warten wir ab. Und Ferduin hat möglicherweise die geonosianische Sumpfgrippe, aber wir waren auf dem Weg, das schwöre ich. Ihr seht mich sehr seltsam an. Was erwartet ihr, dessen ich euch anklagen würde? Nichts. Ich meine, ich weiß, dass wir spät sind, also fängt man an, Schlussfolgerungen zu ziehen. Dass ihr tot wärt? Würde Sie das interessieren? Es tut mir leid. Ich sollte... Gehört ihr überhaupt zur Republik? Ich kenne euch nicht. Oh, vergesst es. Ich war nie ein guter Lügner. Wir gehen nicht zurück. Wollt ihr das hören? Wir sind desertiert. Ist es dort so schlecht, dass ihr euren Eid gegenüber der Republik brechen würdet? Ich liebe die Republik, wirklich. Obwohl es nur für ein Jahr geplant war, bin ich jetzt seit 5 Jahren hier. Ich habe Beschwerden geschickt, mit Psychologen geredet. Zwecklos. Seit 5 Jahren sind wir schon hier. Ohne Urlaub. Die meisten unserer Freunde sind tot. Wir sind verletzt, müde und ausgebrannt. Wir kämpfen gegen etwas, das nicht denken kann. Das keine Furcht empfindet. Und wenn man den geringsten Kratzer bekommt, wird man selbst zum Feind und der eigene Trupp erschießt dich. Ihr habt der Republik so viel gegeben, wie sie vernünftigerweise erwarten kann. Ihr übergebt uns nicht? Ihr solltet irgendwo hin, wo es sicher ist. Ich finanziere euch die Heimreise. Ihr habt genug erlitten. Ich im Zweifel. Ich gebe den Geld. Nehmt das. Das sollte davon genügen, um euch einen Platz auf einem Schmugglerschiff zu sichern. Ich meine, wir dachten, dass wir vielleicht bei den Plünderern einen Platz finden. Aber angeblich bringen sie jeden Fremdling um, den sie sehen. Das würde mein Leben retten. Vielleicht kann ich sogar rechtzeitig zurück, um meine Beziehung zu retten. Bitte, sagt Commander Yayak, dass ihr unsere Leichen gefunden habt. So wird uns niemand suchen. Ich würde nicht 5 Jahre auf eine Frau warten, ne? Bevor die wiederkommt. Nee. Da hätte ich schon längst nach. Wenn du verliebt bist. Was? Wenn du verliebt bist in die. Selbst dann würde ich keine 5 Jahre warten. Langweilig. Quests. 1, 2, 3, 4 Stück gibt's dort. Aufzudecken. Ich will halt nie vom Planeten runter, bevor ich nicht alles aufgedeckt habe. Naja. Fahren wir erstmal dahin. Ja.
Sagt, was ihr wollt. Dies ist ein militärischer Außenposten und souveränes Gebiet der Galaktischen Republik. Wir werden uns, wenn nötig, mit tödlicher Gewalt wehren. Erkennt ihr einen Jedi nicht? Entschuldigt. Vergebt mir meinen Verfolgungswahn. So weit in der Wildnis gibt es keine autorisierten Reisen. Also ist es meistens besser, erst zu schießen und dann zu fragen. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr von Commander Gardit Neuigkeiten über unsere Vorräte bringt. Eure Vorräte sind unterwegs, aber nicht wegen Gardit. Klingt, als steckt eine Geschichte dahinter. Aber ich werde eure Zeit nicht verschwenden. Ich möchte euch nur danken. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr irgendwas von unseren Jungs gehört habt. Wenn sie noch leben, haben sie besser eine gute Erklärung dafür, uns so hängen zu lassen. Ich habe ihre Leichen auf dem Weg gefunden. Überrascht mich nicht. Nun, man wird sie vermissen. Ich schicke ihren Angehörigen die Uniform. Wie auch immer, danke für eure Hilfe und die Neuigkeiten. Das wird die Moral sicher nicht heben. Dann muss der Rest wohl einfach etwas härter arbeiten. Soll ich mich auch noch infizieren lassen? Ui. Ich habe eine Quest weniger. Ui, dass ich das noch erleben darf. Verteidigung. Fällt komplett weg. Ausdauer. Beherrschung fällt muss sie weg. Nee, dann kriegt die Kira das zum Anziehen. Ja. Ich hab... Alter, da steht die nächste mit der nächsten Quest. Oh nee, das noch... Ich hab eine Quest abgegeben und krieg zwei neue. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Warum? So frech und ungezogen war ich doch gar nicht. Senkt der MK2 Tresorkiste. Oh Leute, kann ich öffnen? Sag mir das doch. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ja, geht Verteidigung wieder flöten. Das so aufgehoben. Du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Warum? Warum? Jetzt geht's. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Was möchte Sie? Bitte entschuldigt. Es liegt an der Luft. Die Sporen, glaube ich. Ich heiße Winter. Ich arbeite an der Tarisianischen Archivdatenbank der Republik. Wir nennen sie Reptat. Es ist mein Auftrag, die alte Stadt selbst zu erkunden. Aber ich habe so meine Probleme mit dem Atmosphärenwechsel. Ich vermute, ihr habt wohl keine Zeit für eine kleine Erkundung der Ruinen? Wir werden gut bezahlt. Eure Mühe soll sich also lohnen. Sagt mir einfach, was ich tun kann. Danke, Jedi. Ich spreche vom Archiv der alten tarisianischen Regierung, in dem alles Wissen und die Kultur für den Fall einer Katastrophe gespeichert ist. Ich arbeite schon seit Jahren daran und glaube, dass ich endlich die Position des Archivs bestimmen konnte. Sagt mir einfach, wohin ich muss und ich hole es euch. Ich, den Aufzeichnungen zufolge müsste es sich um mehr als nur eine einfache Datei handeln. Ich habe bereits versucht, mich dem Ort zu nähern, aber dort wimmelt es nur so von Rakgulen. Ich komme nicht ran. Wenn ihr an ihnen vorbeikommt, könnt ihr meine Assistentin zur Bergung rufen. Sie ist nicht ganz so anfällig wie ich. Gesundheit. Hackenberger, kleiner dicker Klops. Hättet ihr gerne die Gelegenheit, an einem der großen Geheimnisse der Vergangenheit der Republik teilzuhaben? Wir haben unwiderlegbare Beweise,
dass Revan hier Rast gemacht hat, kurz nachdem er von den Sith wieder zur Republik zurückgekehrt ist. Es gibt viele Geschichten darüber, wie Revan Bastila Shan rettete und den Lauf der Galaxis veränderte. Aber auch andere Leben wurden berührt. Worum geht es, ganz ohne Umschweife? Ich bin Hacken Birch, Historiker von der Galaktischen Bibliothek auf Coruscant. Ich leite eines der wichtigsten Forschungsprojekte unserer Zeit. Vor 300 Jahren lebten die Verstoßenen von Taris tief unter der Stadt, wo die Rakul-Seuche ihren Ursprung fand. Laut seinen Tagebüchern brachte Revan ihnen ein Heilmittel für die Seuche und führte sie in eine sichere Kolonie, die das Gelobte Land genannt wurde. Doch wir wissen nicht, ob sie überlebt haben. Bittet ihr mich gerade, nach einer verlorenen Kolonie von vor 300 Jahren zu suchen? Oder nach Hinweisen, was aus ihr geworden ist. Mein Assistent koordiniert eine Ausgrabung. Bringt ihm alles, was ihr findet. Vielleicht haben diese Gelobten Aufzeichnungen hinterlassen. Irgendetwas, das uns Informationen über die damalige Zeit liefert. Oh Gott, ey, da knackst der ganze Rücken, wenn man sich streckt. Das ist geil. Fühlt sich gut an. So. Na dann, ich würde sagen, ich mache jetzt eine 5-Minuten-Pause. Mir tut der Arsch weh, ich muss pinkeln, ich will eine rauchen und ich muss mir eine neue Cola-Flasche holen. Ja, bis gleich.